Aus aktuellem Anlass erlaube ich mir, ein paar Gedanken erneut zu äußern, denn wir glauben zu oft, etwas zu wissen. Hey, hey, vergiss die Moschuk nicht. Anatoli die Moschuk. Anatoli Timoschuk ist einer der größten ukrainischen Fußballspieler aller Zeiten, vielleicht der größte. Sein Trippeltriumph mit dem FC Bayern 2013 krönt eine stattliche Sammlung nationaler und internationaler Titel. Mit 144 Einsätzen ist er Rekordnationalspieler seines Landes, noch weit vor dem glanzvollen Andrei Schewtschenko. Nun hat sich Anatoli Timoschuk eines schlimmen Vergehens schuldig gemacht. Er hat zum aktuellen Krieg in der Ukraine nichts gesagt. Also, er hat nicht etwa irgendwas Falsches gesagt, er hat einfach geschwiegen, sich zurückgehalten. Das hat natürlich Folgen. Anatoli Timoschuk wurde in der Ukraine die Trainerlizenz entzogen und jegliche fußballerische Betätigung untersagt. Mehr noch, er darf in seinem Heimatland demnächst gar nicht mehr arbeiten, egal was, auf Lebenszeit. Mehr noch, ihm werden seitens des Verbandes, soweit möglich, sämtliche Rekorde und Titel aberkannt. Und das ist noch immer nicht alles. Anatoli Timoschuk soll nicht mal mehr aufgeführt werden. Sein Name und sein Gesicht werden getilgt aus allen offiziellen Listen. Man löscht ihn. Da denken viele, naja, kann man machen, aber wir alle wissen doch, dass es ihn gibt. Er ist und bleibt Rekordnationalspieler der Ukraine. Liste hin, Liste her. Richtig. Wir, die Menschen der Gegenwart, wissen das. Doch was ist mit den Menschen der Zukunft? Stellen wir uns einen Studenten im Jahre 2050 vor. Das ist gar nicht so weit hin. Dieser Student hat natürlich keine eigene Erinnerung an Anatoli Timoschuk. Er verlässt sich auf Archive, wenn er an der Sporthochschule Kiew eine Hausarbeit schreiben soll über den ukrainischen Fußball des frühen 21. Jahrhunderts. Wen also listet er nach Prüfung aller Quellen als den Topspieler seiner Heimat? Ganz klar, Andrei Schewtschenko. Steht doch im Internet und längst auch in allen Büchern der Universitätsbibliothek. Dort spricht der alte Hausmeister den Studenten bei der Buchrückgabe an und sagt, hey, vergiss Timoschuk nicht, Anatoli Timoschuk. Hä? Wer ist das? Ach, das ist so eine Märchenfigur, die sich alte Spinner und Verschwörungstheoretiker ausgedacht haben, verrät ihm seine Professorin und ein Großonkel aus Donetsk ergänzt. Deine Professorin hat recht, vergiss den Namen Timoschuk. Wir wollen schließlich nicht, dass du exmatrikuliert wirst. Wenige Jahrzehnte später, eine Juxdistanz, wenn es um Geschichte geht, sind alle verstorben, die den Spieler je erlebt haben, er selbst natürlich auch. Anatoli Timoschuk gab es zwar, aber es wird ihn dann nie gegeben haben. Faktenfüchse auf der ganzen Welt bestätigen das gern. Spüren Sie, wie wahrscheinlich es ist, dass es genau so kommen kann. Alles eine Frage der Zeit und des Geistes, der Tücken und der Listen und der Kooperation. Umgekehrt würde das übrigens ähnlich gut klappen. Nehmen wir an, der heutige ukrainische Fußballverband braucht einen Helden, die aktuellen Spieler jedoch bringen nicht die gewünschte Vita mit. Also denkt man sich einfach einen Helden aus. Engagiert einen Schauspieler, schreibt einen wohlklingenden Fantasienamen in die Listen, veröffentlicht eine Titelsammlung und ein leidenschaftliches Anti-Russland-Statement. Auch hier wüssten die Menschen der Gegenwart Bescheid, aber die Menschen der Zukunft nicht. Unser Student an der Sporthochschule Kiew würde den Namen übernehmen, ohne Anlass für Zweifel. Und ich gehe sogar so weit, dass mit ein bisschen grenzübergreifendem Bit- und Byte-Geschick sich einige im Jahre 2050 sogar aufrichtig an die tollen Pässe dieses Spielers im Nationaldress erinnern würden. Merke, du kannst Helden und Taten nicht nur rausretuschieren, sondern auch reinretuschieren in die totale Erinnerung. Wer garantiert uns eigentlich, dass solch ein Vorgehen nicht sowieso schon gängige Praxis ist seit Jahrhunderten? Aber früher gab es doch kein Internet. Genau, da war alles noch viel leichter. Keine Festplatten, die beschlagnahmt werden mussten, keine Angst vor hartnäckigen Digitalzombies, sondern einfach weg mit der Urkunde, ritsch-ratsch, oder rein mit dem echten Siegel auf falschem Papier. Von Historikern geht keinerlei Enthüllungsgefahr aus, das sind reine Chronisten.
Die falschen Tintenfährten verführender Papyrer entlarven, das können nur Naturwissenschaftler. Doch die hat man zum Glück in subventionierte Labore gesperrt an der Goldgrube. Die Geschichtsschreibung ist prallvoll mit Anatoly Timoschuks. Jede Zeit bietet Erfundenes und Verschwundenes. Wir lernen gerade sehr viel über den Gang der Welt. Ich zitiere. Wir begreifen uns als die Gesellschaft der elektronischen Massenkommunikation, die bestinformierte Gesellschaft, wie gesagt wird. Jedoch alle Informationen, die den Wissenschaftlern, den Studenten, den Journalisten, den Medienmachern und dem Fußvolk angedient werden, sind schon gesiebt, gefiltert, einseitig ausgepresst. Die Meinung, die wir uns über etwas machen, ist oft wiedergekautes Vordenken, wobei die Vordenker ihrerseits Opfer einer einseitigen Informationsschiene sind. Pauschalurteile wie arabische Chronisten sind Märchenerzähler oder man weiß alles über die Pyramiden oder die gesicherte wissenschaftliche Lehrmeinung sind nicht mehr als Floskeln, hinter denen sich Unwissenheit auftut. Wir sind einseitig geworden, weil uns die Informationsflut dazu zwingt, nur noch bestimmte Ideen einzulassen. Wir glauben zu oft, etwas zu wissen, sagt Erich von Däniken. Den gibt es wirklich. Ich traf ihn letztes Jahr bei einem Auftritt. Hey, Erich, grüß mir die Außerirdischen. Unterstützen Sie unsere Arbeit und abonnieren Sie unser hochwertiges Politik-Spezialmagazin. Das erscheint mindestens 10-mal im Jahr und wird Ihnen dann per E-Mail als PDF zugestellt.